Hallo liebe Minecraft-Freunde von nah und fern und willkommen in einer weiteren kurzen, ganz kurzen Folge hier auf Unlimited World. Ja Freunde, recht aktuell die Aufnahme und zwar für morgen, das heißt heute ist Samstag, wo ich aufnehmen tue. Und zwar wollte ich eigentlich gar nicht aufnehmen, will euch aber natürlich nicht auf dem Trockenen sitzen lassen und euch kurz noch ein bisschen mit Infos versorgen. Ja, ich drehe mich erstmal um, weil jetzt gehe ich erstmal ganz kurz hier mal Richtung Butze rein, weil ich mal kurz was abladen möchte. Ja, Freunde, also ich habe die Zahn-OP Nummer 1 tatsächlich überlebt. Das können wir schon mal an der Stelle sagen. Ich war ja, wie gesagt, die Woche jetzt beim Zahnarzt gewesen. Da war ein größerer Eingriff, auch unterm rechten Auge. Da habe ich ja erzählt, diese Story, ja, wo ich ein bisschen Angst hatte, dass ich da erblinden tue, weil dort auch der Sehnerv ist. Habe ich ein bisschen Panik geschoben, ne? Gebe ich offen und ehrlich zu. Aber es ist nochmal alles ganz gut gelaufen und ich habe es, wie gesagt, überlebt. Also ich hatte ja intravenös Dormicum bekommen und das war natürlich absolut super, weil dann habe ich auch erstmal wieder nichts mitbekommen. Und ja, ich sag mal so, das ist für so einen Patienten wie mich, glaube ich, das Beste, den Typen einfach ruhig zu stellen. Und im Nachhinein die ganzen Horror-Stories, die man da wohl gemacht haben soll in Narkose, ja, die wollte ich eigentlich am liebsten gar nicht hören, weil ich bin da wohl zusammengezuckt oder so und es war wohl ein recht krasser Eingriff gewesen. Also ich bin da, wie gesagt, so erstmal beruhigt, dass ich das erste überstanden habe. Ich sag bewusst das erste, warum sage ich denn das? Ja, ganz einfach, weil es hat sich jetzt herausgestellt, dass ich jetzt die Woche, also übermorgen, gleich am Montag, am 23. auch wieder hin muss. Oh Gott, Leute, und da wird eine Parodontitis-Vermessung gemacht. Ich bin also begeistert, mal sehen, was das wieder wird, also, oder was da generell auf mich zukommen wird, weil, ja, das hatten wir bisher noch nicht gehabt, glaube ich, oder ich weiß gar nicht, ob ich das so eine Digitalvermessung schon mal hatte. Aber zumindest, es soll jetzt nicht ganz so schmerzhaft werden. Und naja, lassen wir uns mal überraschen. Verhindern kann ich es eh nicht. Also, ihr merkt schon, meine Laune ist dementsprechend im Keller. Ja, so habe ich auch nichts aufgenommen, Leute. Das heißt also, ich habe hier das, was ich jetzt an Minecraft raushaue, sind hier... Boah, krass, habe ich hier viel schon. Was ich hier raushaue hier an Minecraft-Geschichten, das ist jetzt wirklich erstmal dieses, so was ich so voraufgenommen hatte, ne? Also vorproduziert hatte. Und da bin ich halt auch immer ganz glücklich, dass ich das wirklich jetzt immer schaffe. Warte mal, ich mache mir mal eben kurz 8 Stück klar, weil ich... Ach komm, machen wir mal 16 klar. Weil ich möchte euch kurz mit euch noch ein bisschen zum Spawn gehen. Ich will einfach mal wieder so ein bisschen probieren, ob wir da so ein bisschen noch was rausrumpeln können aus unsere Schatztruhen. Will aber nebenbei einfach mal jetzt die Zeit nutzen, hier mal auch mal ein bisschen mit euch so diese Kisten hier mal klar Schiff zu machen, weil ja auch so viel Grimmskrams drin ist, was ich ganz gerne mal so ein bisschen, ja, aufteilen möchte. Weil, ja, es ist ein bisschen Überhand hier, ne, was hier alles so drin ist. Hier, guck mal, sind ja so ein paar Schätze auch durchaus drin. Hier, das haben wir jetzt so zweimal, dieses Totem-Dingsbums da. Genau. Ja, also wie gesagt, da habe ich jetzt nächste Woche erstmal Programm und ich bin, wie gesagt, auch froh darüber, dass ich jetzt das hinbekommen habe, im Voraus zum Glück aufzunehmen. Ja, sodass ich jetzt jeden Tag für meine Folge raushauen kann. So, das ist die erste erfreuliche Geschichte, wie gesagt, dass ich alles überstanden habe. Ja, es ist tatsächlich erfreulich. Die weniger erfreuliche Geschichte ist natürlich diese, dass ich jetzt nochmal hin muss. Aber mein Gott, da müssen wir halt durch, wo ich sage. Können wir uns nicht gegen wehren. Und jetzt ist aber noch der absolute Hammer, Leute. Und zwar am 23. hier auf Unlimited World, ich glaube bis 6. Oktober, gibt's mal wieder das sogenannte Halloween-Bau-Event. Nicht Such-Event, sondern Bau-Event. So, ja, was ist denn das nun jetzt? Ja, haben wir ja gesagt, ne, machen wir ja eigentlich, wollen wir ja gar nicht mehr daran teilnehmen, weil wir gesagt haben, irgendwie mit diesen Bewertungen da, wonach das da, welche Kriterien, das war mir so, ja, nicht einsichtig genug, weil man kann sich ja danach, wie gesagt, nicht richten. Jetzt habe ich aber im Forum gesehen, Freunde, was man da gewinnen kann. Da ist so ein putziger Eulenkopf und ich so, nein, da fehlt mir noch der Eulenkopf, der sieht gar nicht mal schlecht aus. Da haben sie nicht wieder bekommen, ne, und da habe ich überlegt so, naja, ja, ein Jahr Pause gemacht, so vielleicht ist ja eine Chance noch da, dass diesmal ein bisschen fairer bewertet wird, sage ich mal. Ja, deswegen habe ich halt überlegt, Freunde, jetzt am 23. dort mitzumachen, einfach mal daran teilzunehmen und
Ich glaube, freundlich macht das. Also ich glaube, ich werde da wirklich dran teilnehmen. Und das wird wieder in dieser im Kreativmodus dann sein, ist kleiner Kreativwelt, da wo wir ja auch schon mal waren. Und ja, also ich glaube, ich habe da Spaß dran, Leute. Auch selbst, ich habe schon vorher gesagt, also selbst wenn ich wieder letztendlich verärgert dann rausgehe, weil ich halt nicht weiß, nach welchen Kriterien dort was gebaut wird oder was für die Bewertung letztendlich eine große Rolle spielt. Aber dennoch so irgendwie dabei sein ist alles. Ja, letztes Jahr hatte ich ja da irgendwie keine Lust gehabt. Ne? Aber irgendwie, ich weiß nicht, also irgendwie dieser Eulenkopf und irgendwie habe ich auch gerade so diese Stimmung, so diese Halloween-Stimmung, wo ich gesagt habe, doch, das triggert mich irgendwie an. Und aus diesem Grund habe ich jetzt für mich beschlossen, ja, ich gucke mir das einfach mal an. Und ja, Freunde, ich werde das auch wieder aufzeichnen. Also ich kann euch auf jeden Fall sagen, Freunde, ich werde dann aufzeichnen. Und deswegen ist diese Folge jetzt hier auch gleich zu Ende schon wieder, weil die ist ein bisschen kürzer, weil mir geht es noch nicht ganz so gut. Ich muss mich noch ein bisschen erholen, will auch noch ein paar Videos hochladen, die ich schon vorproduziert habe, sodass die Woche, die jetzt kommt, wo ich wieder beim Zahnarzt bin, ich regelmäßig eine Folge habe. Ne? Das wird dann wahrscheinlich unser Let's Play Together Projekt sein oder Bivos Tech Pack. Also das müssen wir mal gucken. Bivos Tech Pack lade ich ja heute hoch. Muss ich mal schauen, was ich noch auf Festplatte habe. Ja, das heißt also nicht ganz so aktuell die Sachen, die jetzt rauskommen, aber okay. Ja, und dann werde ich nämlich dann ab nächste Woche, jetzt also die Woche, die jetzt kommt, ab 23. Leute, werde ich immer mal wieder so ein bisschen was aufnehmen von diesem Plot aus dieser Kreativwelt. Und ja, dann will ich was bauen. Und wenn jetzt die Frage ist, ja, was baust du denn da? Leute, als wir da bei Halloween Bau-Event waren, da wo wir verkackt haben, wo keiner gesagt hat, was falsch gebaut ist, wo wir das gar nicht nachvollziehen konnten, was da los war, da habe ich einen Friedhof gebaut. Und ich sag dir, ich baue jetzt einen Friedhof 2.0. Das heißt, ich werde diesen Friedhof nochmal optimieren. Und das Geilste ist, was hier die Leute von Unlimited World auch nicht wissen, ich habe dieses Jahr nach diesem Bau-Event genutzt, tatsächlich auf einer Flachwelt-Map, hier bei mir privat, habe ich da einfach mal dran rumgewerkelt und habe das Ganze noch ein bisschen optimiert, ja. Und aus diesem Grund, ja, ich werde diesen Friedhof 2.0 bauen. Ich werde auch genau die gleichen, nur noch veroptimierter, also die gleichen, nicht Fallen, aber so diese Geheimgänge und Untertunnelung und so bauen. Und genau darauf habe ich Bock, Leute. Also das, ich will jetzt wirklich, ich will es jetzt wissen, ob ich diesen Eulenkopf bekomme oder nicht. Ja, ich will das wissen. Ja, oder vielleicht sogar das ganz große Glück zu haben, dass dann so mein Friedhof dann auch in der Halloween, ja, Suchmap dann zu finden ist. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber der Eulenkopf, der triggert mich schon an. Das heißt also, ich werde ab und zu immer mal wieder ein bisschen aufnehmen. Das heißt, Unlimited World kommt jetzt unregelmäßig, aber dafür, wie gesagt, voll in Halloween-Stimmung, wo wir ein bisschen was bauen werden. Das heißt, es wird ein bisschen Let's Show werden, ja. So, Freunde, ja, dann haben wir mal ein bisschen geschnackt jetzt hier, aber ich will euch jetzt nicht gleich entlassen, weil wir wollen ja schließlich noch diese... Was ist denn jetzt hier mit meinem Eisen eigentlich? Okay, das ist jetzt gleich fertig, das ist gut. Dann können wir das nämlich auch gleich mal umwandeln hier, weil dann haben wir dann gleich auch wieder Eisen fertig, weil ich habe gesehen, wir haben ein paar Erze bekommen oder irgendwie, fragt mich nicht, wo wir die her haben. Und ja, wunderbar, weil dann kann ich die gleich hier einsortieren. Passt. So, dufte. Ja. Weil ich wollte hier nämlich mal auch so ein bisschen jetzt vielleicht auch Offcam oder so mal ein bisschen so hier sowas zum Beispiel hier einfach mal so alles ein bisschen besser machen. Ich weiß gar nicht, kann man die Dinger ja auch irgendwie stacken? Geht das? Ne, das geht glaube ich gar nicht. Ne, dass man daraus Blöcke machen kann, dann hast du so Wurtaler Block. Aber ich glaube, das geht nicht. Ja, wir müssen mal gucken, was wir mit den ganzen Wurtalern machen, weil so viele Köpfe können wir gar nicht kaufen. Also rein theoretisch sind wir ja wirklich richtig reich geworden. So, oh Leute, ich wollte schon längst die Aufnahme beenden, ey. Ich bin schon wieder hier total... Komm, jetzt gehen wir erstmal Richtung Spawn. Spawn. So. Und dann will ich jetzt mal gucken, ob da so ein paar Schätze drauf sind. Ja, ich grüße erstmal an dieser Stelle den Black Hole. Der hat auch uns neulich verraten hier im Kommentar, warum das hier so Längen tut hier am Spawn immer. Also da, weil hier halt so viele Köpfe wohl sind und sich das auch alles aufbaut. Ja, daran liegt das wohl. Und guck mal, hier ist ja schon Beispiel wieder flüssig, ne? Hier ist ja schon wieder, ja, richtig cool flüssig. Gut, dann würde ich sagen, bappen wir mal jetzt gleich mal die vier alle gleichzeitig da wieder rauf. Och, wie das da glitzert. Toll. So, zack. Alle vier darin. Und, was kommt? Los, komm. Alle gehen auf und... Sushi! Yes. Läuft. Was haben wir bekommen? So, zweimal Steak. Also die Halloween-Party kann schon mal anfangen hier. Ja, hier, so zweimal Steak. Was haben wir noch bekommen? Hier so ein Holz und dann nochmal ein Holz. Na, das war jetzt nicht so die ganz pralle Ausbeute, ne?
So, wollen wir gleich weitermachen hier? Komm, machen wir mal weiter. Machen wir gleich mal wieder Viere da raus. Wir ballern die Dinger weg hier. Pass auf, jetzt hole ich eine Elytra raus und jetzt kommen sie dann und schreien mich alle an. Ey, ich will die haben! Verkaufst du die dann? Und dann kriegen wir ganz viele Dias dafür oder so. Nee, sieht aber nicht danach aus. Diesmal haben wir auch schon wieder so eine Kekse bekommen. Zuckerrohr bekommen. Was ist denn das? Rissige Steinziegel. Die werden wir zum Beispiel beim Halloween-Such-Event, werden wir die auf jeden... Such-Event, Entschuldigung. Beim Halloween-Bau-Event würde ich die auch verwenden, weil die habe ich jetzt als Boden, wie gesagt, genommen. Und das ist so eine tolle Idee, da wo ich gesagt habe, ja komm, die können wir dann nehmen. Weil das macht sich ganz gut. Wir hatten die, vor 2 Jahren hatten wir andere genommen. Warum will ich denn überhaupt jetzt wieder diesen Friedhof bauen? Weil Leute, ich finde, es ist einfach originell. Es hat in Minecraft sowas, zumindest hier im deutschsprachigen Raum habe ich das noch nicht gesehen, wo einer sowas in dieser Art gebaut hat. Und das ist einfach so der Grund, dass ich sage so, ja, das gefällt mir, das will ich einfach machen, weil ich da Bock drauf habe. Das ist so die Hauptbegründung, ja, warum ich das gerne machen möchte. Pfeil der Vergiftung. Also irgendwie, das ist aber hier alles Ramsch, ne? Was wir jetzt hier rausziehen. Oder? Das sieht doch alles ein bisschen Ramsch-mäßig aus. Na komm, einmal machen wir noch. Nochmal 4 da rein. Das ist wirklich eine super innovative Geschichte hier. Also an die Programmierer hier, die Minecraft-Programmierer hier auf Unlimited World, wunderbar. Sensationell. Das funktioniert jetzt viel, viel besser. Viel, viel schneller. Oh, Grasblöcke. Ja, das ist toll. Grasblöcke sind gut. Die kann man immer gebrauchen, ja, so wenn man da gerade keine Behutsamkeit hat. Rosa Tulpen und ein paar Bräuler. Gut, also da haben wir die mal gut weggen. Was ist das denn hier? Netherwarzen? Wo haben wir denn die her? Ja, also sehr, ist okay, ne? Ist okay. Kann man machen. So, jetzt gehen wir mal, gibt es hier irgendwas Neues, was wir hier noch kaufen können? Ich glaube nicht. Weil da haben wir, glaube ich, alle Köpfe gekauft. Hier wird, also das ist hier echt, der Mülleimer ist echt so bekloppt irgendwie. Ist hier eigentlich schon was für dieses Bauevent hier? Müssen wir mal gucken, ob da schon irgendwas ist. Was ist das denn da? Hier sind immer so viele neue Sachen hier. Da muss man immer alles angucken. Was ist denn das hier? Versuche so lange wie möglich im Kreis zu hüpfen. Verstehe ich nicht. Was denn für ein Kreis? Versuche, so lange wie möglich im Kreis zu hüpfen. Ja, und dann? Was habe ich davon? Alter, hier kannst du... Also, FPS erstmal voll runter auf 10, ey, krass. Da läuft gar nichts hier, ey. Da kann ich nicht im Kreis hüpfen mehr, da stotter ich rum, ey. Krasse Scheiße, ey. Egal, lassen wir das mal da sein mit diesem im Kreis hüpfen. Und wir gehen jetzt erstmal wieder Richtung... Home. Da ist das wesentlich schöner, da ist es leckfreier. Und ja, wie gesagt, also das liegt wohl daran am Spawn, da ist halt wohl richtig viel Technik da und da ist richtig viel Köpfe halt, ne? Und das sorgt wohl dafür, dass das da so rumlecken tut. Also es ist nicht meine Schuld, es liegt nicht an meinem Rechner, wobei doch ein bisschen schon. Aber naja. So, dann wollen wir mal gucken, werden wir mal unserem Kollegen hier, heute will er auch noch aufnehmen, der hat auf WhatsApp geschrieben, dass er da wieder ein bisschen aufnehmen will. Nur da habe ich leider keine Zeit, wenn er aufnehmen will, deswegen bin ich auch heute ein bisschen früher dran. Aber wir werden ihm mal da so ein bisschen hier was reingeben. Ja, komm, kriegst du mal so ein bisschen hier, so hier Fichte kriegst du hier, weiße Wolle kriegst du da, so. Ist da reingelandet? Ich glaube schon. Hier, guck mal, nochmal Fichte da mal rein, da. Oh, jetzt ist aber, wieso, Moment. So, einmal Fichte bitte. Hier, Kekse kannst du auch noch haben. Zuckerrohr. Hier, Schneebälle. Dann gibt es hier Netherwart. Da. Hier, wenn wir da. Hier kommt, kriegt er auch noch hier mal. Soll er mal nicht so sein hier, ne? Ein bisschen hier, Hälfte von dem, Hälfte von dem. Hier noch ein paar Blümchen. Hier gibt es auch noch. Die Pfeile, wollen wir die Pfeile aufheben? Was ist denn jetzt mit den Blumen los da? Die Blumen will er nicht. So, alle drin. Ich glaube schon, ne? Super. Ja, also. Perfekt. So, da hat er mal ein bisschen was bekommen da. Vielleicht kann er ein bisschen was davon gebrauchen. Ich weiß ja nicht, ob er da noch so ein bisschen Deko machen will oder so. Ja, wo sind wir denn stehen geblieben hier? Wir sind hier stehen geblieben mit der Beleuchtung. Und die hatten wir uns ja in der letzten Folge, glaube ich, angeguckt, wo wir gesagt haben, ja doch, das ist ja aber mal richtig geil. Und wir sehen es ja auch schon hier, unser Türmchen, wie das da beleuchtet ist. Das können wir uns ja gerade nochmal angucken. Da sehen wir diesen Vorteil der Befackelung. Und ja, da wollen wir natürlich weiter befackeln, ne? Das ist, glaube ich, klar. Das ist so das, was wir machen wollen.
das ist jetzt so das nächste Thema. Also guck mal, das sieht ja viel schöner aus da oben, wenn das alles so schön leuchtet. Und das ist ja unsere, ja, Geisteretage, ne? Da oben, wo wir gesagt haben, da. Ja, die ist ja so, da ist das Licht aus, da ist das Büro aus, da sind die ganzen faulen Leute drin. Richtig geil. Also das heißt also, hier müssen wir auf jeden Fall weitermachen mit der Beleuchtung. Das heißt, wir brauchen jetzt hier ganz viel Kohle und ganz viele Fackeln. Und das ist wirklich das, was wir jetzt das nächste Mal machen. Ich werde jetzt diese Auszeit, ja, wie lange mache ich denn die Auszeit, Leute? Naja, ihr wisst selber, ne? Oktober und so, Halloween, Suchevent, da habe ich schon gesagt, da mache ich wieder Platzhalter. Da dann natürlich hier die Kisten sortieren, noch nebenbei. Das wollte ich auch schon längst machen. Alles vorbereiten, Konzept machen. Und. Also geht mal davon aus, dass wir hier wirklich so einen Monat etwa, 4 Wochen, sage ich mal, hier beschäftigt sein werden auf Unlimited World. Das ist klar, andere Projekte werden dann dadurch wie Bivos Tech Pack ausfallen, weil, wie gesagt, Unlimited World jetzt erstmal Priorität hat, diese ganze Halloween-Geschichte. Und dann werden wir auch mal gucken, dass wir vielleicht dann so eine Stunde mal zusammenschneiden. Also ich werde jetzt, denke ich, nicht an einem Stück aufnehmen. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich mit dem Drachen zusammen mache oder alleine. Das müssen wir dann alles mal gucken. Oder ob Dave oder Frau Zappi auch mitmacht. Da müssen wir halt einfach mal gucken. Ich werde auch nicht gleich morgen, also am 23. direkt anfangen mit dem Hoch laden, sondern immer zeitversetzt, vielleicht immer so, ja, dass wir in der Woche vielleicht so dann mal am Sonntag wieder so ein bisschen so ein Zusammenschnitt, eine Zusammenfassung kommen wird. Das ist so diese Grundidee, die ich hatte. So, und heute haben wir mal wieder viel, viel mehr gelabert, viel, viel mehr Infos rausgekloppt, als ja, wir was gebaut haben. Aber immerhin, wir haben wieder ein bisschen was dazu bekommen, das ist ja auch nicht schlecht. Ja, ich werde, wie gesagt, jetzt, wenn ich meinen Zahnauer habe, hier ein bisschen offcam, die Kisten mal sortieren, alles mal ein bisschen aufräumen, mal alles wieder ein bisschen schöner gestalten hier, weil hier haben wir auch schon ein paar Sachen rausgenommen, alles auffüllen. Das sind so die Sachen, die ich jetzt offcam machen werde. Und ja, dann sehen wir uns wieder beim Halloween-Bau-Event, Freunde. Und das war's gewesen mit dieser Aufnahme. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Wochenstart. Viel Spaß natürlich mit dem Halloween-Monat Oktober, wenn er dann kommt. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall. Bis dahin. Tschüss. Scheiße, jetzt muss ich zum Zahnarzt. Ich will nicht. Nein.